Guten Tag. Guten Tag, Herr Professor. Sitzen und holen nach. Wir haben so vieles vergessen. Wir liegen mit der Bildung brach. Ja, ich meine, wir machen das hier alle falsch und deswegen wird es nicht richtig. Wenn wir uns zum Beispiel heute darüber einigen, dass ich von nun an immer Herr Lehmann sage, wenn ich Herrn Schulze meine, dann bleibt es doch falsch. Sagen Sie mal, haben Sie denn wenigstens behalten, warum man eigentlich die Bleistifte Bleistifte nennt? Bleistift natürlich. Hm? Der Steiblitz-Bleistift, der heißt so, weil ja. Man hat, der hat nämlich... Haben wir's ja. Setzen Sie sich. Man soll eben niemals von etwas sagen, es geht nicht, wenn man es noch gar nicht versucht hat. Ne? Wer war Goethe? Ne? Goethe war der Leiter der Bergwerks- und der Forstverwaltung sowie der Kriegskommission des Herzogs von Weimar. Lachen Sie nicht, das war richtig. Goethe konnte mehr, als Sie denken. Aber vor allen Dingen, wenn Sie kein arabisches Wort kennen, dann ist Ihnen wohl auch Alkohol ein unbekanntes Wort. Das möchte ich nicht direkt behaupten. Alkohol kenne ich. Das ist lateinisch und heißt Prost. Welches deutsche Staatsoberhaupt hat als erstes amerikanischen Boden betreten, Fräulein Müller? Kolumbus! Erstens noch an für sich im Unterricht nicht essen und zweitens soll man niemals Obst ungewaschen essen. Aber ich kann mich doch nicht jedes Mal waschen, bevor ich Obst esse. Wenn es doch bloß nicht so viele Unbildung auf der Welt gäbe. Aber dann wären ja die Lehrer an für sich arbeitslos. So, das wäre... dies. Wir bleiben immer geistig wach und sitzen selbst Silvester nach. Denn Bildung ist auch heute Macht, in der